Der Satz war ganz klar, finde ich. Aha. Und zweiter haben wir ein bisschen schlechter angefangen, aha, aber dann nach 11 haben wir ja wieder Gas gegeben. Und ja. Wir haben auch noch dreimal in der Liga Damendoppel gespielt. So, ja. Einmal gewonnen, einmal leider verloren, aber auch knapp. Ja. Ja, ja. Geh mal jetzt mehr in den Aufbau, ja? Nicht zu früh drauf und bleib auf der Vorhandecke. Also krieg ihn da in die Vorhandecke immer rein, ne? Nicht jedes Mal jetzt, ne? Spiel kein nicht eine Ecke gegen vier, aber so wenn du gut stehst, push ihn rein, okay? Ich habe mich sehr gut gefühlt. Ja. Ja. Die Bewegungen haben gestimmt. Ich bin gut gelaufen, ich habe mich gut bewegt. Deswegen war ich sehr sicher mit meinen Bällen und habe auch wenige Fehler gemacht. Und das hat man am Ergebnis natürlich gesehen. Also schau, dass du dran bleibst. Flick aufpassen, ja, wirklich bereit sein, da kann alles kommen. Und schön hinten übers Hinterfeld aufbauen. Let's go. Und selbstbewusst, greif an. Der Angriff ist super heute. Also ich fand mein Spiel heute auch recht gut. Nur manchmal habe ich, wo so leichte Chancen waren, den Ballwechsel zu beenden, habe ich einfach dann die leichten Fehler gemacht. Und ja, aber sonst fand ich das Spiel recht gut. Jawohl, gut Pascal. Jawohl, super.
Jawohl, super. Hast du schon gesagt mit dem, den Schritt rausmachen? Ja, ja, ja. Wirkt ein bisschen so aktiv. Ja. Ich habe immer Probleme, wenn Sabine Aufschlag macht, dann ja? Pusht er mich hinten zu ja. Und dann komme ich nur schnell raus. Ja, wenn ja. Du aufschlägst? Nee, wenn Sabine so, aufschlägt. Okay. Also, du musst einfach weg von ihm. Ja. Schau einfach raus. Auf geht's. Komm jetzt! Ja, es war gut, Sabine. Ja, ja, ja. Auf geht's. Es war sehr, also ein Nervenspiel. Wir müssen uns sehr konzentrieren mental, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und ja, haben wir sehr gut gemacht. Also zum Schluss muss man sagen, es war schon eine reine Nervensache. Ja. Also es war wirklich Hoppe aus. Und es ging nur noch darum, dass man wirklich den Ball übers Netz spielt und probiert, den Gegner irgendwie schwer zu machen. Ja. Aber haben wir gut gespielt. Ja. Und man merkt, bei uns ist immer viel, viel Power auf dem Feld. Ja. Wir schreien viel, wir pushen uns immer, weil das brauchen wir beide einfach. Ja. Und dementsprechend macht es immer Spaß, mit Sabina zu spielen. Wir haben 7-1 gewonnen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel meiner Mannschaft. Wir haben eigentlich all das, was wir uns im Vorfeld vorgenommen haben, konnten wir super gut umsetzen. Und die Spiele, die wir gewinnen können, die haben wir gewonnen. Das Dameneinzel, da haben die VRC, hat da eine starke Spielerin. Das war uns im Vorfeld schon ziemlich klar, dass das schwierig wird. Und alle anderen Spiele haben wir eigentlich relativ souverän. Das Mix war jetzt nochmal sehr spannend und mit dem glücklicheren Ende für uns. Das war sehr ausgeglichen. Aber alle anderen Spiele, mit Ausnahme des Herrendoppels des zweiten, waren noch sehr klar für uns. Also ich würde sagen, 7-1, auch verdient in der Höhe gewonnen.